Herzlich willkommen zum Hauptstadtsport TV Weekend Flashback. Die Hauptstadt brennt. Wir erwarten Temperaturen von bis zu 40 Grad und es ist jetzt schon mega heiß. Das sind nicht nur krasse Bedingungen für zweibeinige Sportler. Für vierbeinige Sportler bringen diese Temperaturen noch ganz andere Herausforderungen. Dennoch konnten wir am Wochenende hochkarätigen Reitsport sehen. Das Gestüt Bonhomme hat zum Ritt ums goldene Pferd eingeladen und Lena Waldmann konnte vor heimischer Kulisse triumphieren. Beim SCC Midsommer ging zum ersten Mal Deutschlands Schnellste an den Start. Gina Lückenkämper lief direkt eine Saisonbestzeit. Super viel Spaß heute gehabt, hier einfach zu starten bei einem Meeting, was einfach so ein bisschen mehr den familiären Charakter auch hat. Das habe ich lange nicht mehr gehabt. Lediglich die Schwimmer bei den Jahrgangsmeisterschaften hatten nicht mit diesen heißen Temperaturen zu kämpfen, dafür aber gegen die Uhr. Starts im Minutentakt, keine Zeit zum Verschnaufen. Die Spandau Bulldogs konnten beim Topspiel gegen die Berlin Adler leider keinen Sieg feiern. 36:36 der Endstand. Es bleibt also spannend. Sommerferien bei uns in der Hauptstadt, da bleibt viel mehr Zeit zum Sport machen. Am Samstag veranstaltet die Turnergemeinde in Berlin den Capital Cup im Touch Football. Das ist eine ganz besondere Art des Footballs. Wollt ihr mehr wissen? Dann müsst ihr euch den Beitrag auf Hauptstadtsport TV anschauen. Am Sonntag findet das Finale des Buddenbrock-Rennens auf der Trabrennbahn Mariendorf statt. Und am Montag beginnt das dreitägige Fußballcamp des Berliner TSC für Mädchen und Jungs in Kooperation mit dem 1. FC Union. Das war's dann auch schon wieder mit dem Weekend-Flashback für diese Woche. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn wir bis dahin nicht weggeschmolzen sind oder verbrannt. Also viel Wasser trinken, Sonnencreme benutzen und den Sommer genießen. Bis nächste Woche!